Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Supermarket Simulator. So, dann lasst uns mal bestellen und Sachen auffüllen. So, hier brauchen wir Wasser und Eier. Eier und Wasser. So, das ist nur die Soda. So. Dann hier Brot haben wir. So, dann fehlt hier Chockpick. Jawohl. So, hier Puderzucker, Nudeln, Ölmehl. Ja, hier brauchen wir alles. Puderzucker, Nudeln. Ölmehl, so, dann haben wir noch zwei Plätze. Ja. Salz und Reis, so. Salz und Reis. Okay, habe ich die Rechnung schon bezahlt? Fällt mir gerade so ein. Nein, das müssen wir auch machen, so. Wachstum 750, jawohl. So, dann räumen wir erstmal ein hier. So, und dann so schnell wie möglich den Ausbau, dass wir da hinten so eine Art Lager haben. Na komm. Das wäre echt super. So weiß. Dim. Sup. Dann haben wir hier dieses kleine Ding. Ups. Das passt immer hier gut noch mit hin. So. Dann haben wir Susu. Oh Gott, hier geht's jetzt los. So, da. Da, 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 Noodles. Hier, Chuckpick. Na komm. So. Dann einmal Mehl. So, und jetzt geht's wieder los, ne? Ich werde das mal so machen. Dann sehe ich vielleicht, was da drin ist. Und dann haben wir noch Wasser. Okay, so. Na, was los? Okay, so. Dann, was fehlt noch? Einmal Milch, Spaghetti, Mehl, Olivenöl. Milch, Spaghetti, Mehl, Olivenöl. So, dann haben wir alles, ne? Hoffe ich doch. Olivenöl, Olivenöl. So, da. Dann Mehl. Hilfe. Und Spaghetti. Das kommt hier hin. Oh, der letzte Karton. Oh, und Milch. Okay. Naja,
Das ist natürlich alles andere als hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. So, dann machen wir auf und dann schauen wir mal, dass ich mal schnell nachräumen kann. Und sobald bei 750 wird das da hinten ausgebaut, dann packe ich das mal woanders hin. So. Guten Tag, die Dame. So. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, wie viel haben wir? 750. Da ist der Weg zu 750 noch weit. So. Ist auch mal interessant, mal so die Sachen von der anderen Seite zu sehen, von der anderen Produktseite. Das siehst du ja sonst nie. Bum, bum. Na, jetzt wird der Laden noch voll. Dann mal los. Ach, habe ich schon umgerannt, ja? Den Karton. So, ne, wenn man so von hinten mal die Verpackung sieht. Auf manchen sind auch Rezepte oder so drauf. So. 608, na, 700, ne, 150 brauchen wir noch. Albo. Na, kann hier mal einer für 100 einkaufen? Das ist ja doch total klasse. Dann könnten wir hier weitermachen. Dum, dum, dum. Die Kassen sind voll. Oh nee, jetzt kommt die Meldung jetzt schon. Oh nee. Also das ist mir jetzt ein bisschen früh. Kann ich jetzt nicht ändern. Da müsst ihr jetzt warten. Also ich habe viel, viel später die zweite Kasse gemacht. Und die kostet auch wieder 500. Na, weil der halt so lahm ist. Bis der jedes Teil hier drüber gezogen hat, wenn die einen großen Einkauf haben, dauert das ewig, ne? So, jetzt können wir aber erstmal den Ausbau kaufen. Verwaltung, Rechnung haben wir. So. So. Da brauche ich dann auch bald Lampen. So, pass auf. Wir nehmen jetzt erstmal, wir können ja parallel mal gucken, ob wir auffüllen können. Dann müssen wir das hinten nicht hinschleppen. So, dann haben wir hier, was haben wir hier? Milch. Das, die Kassen sind voll, ich weiß. Kann es jetzt aber auch nicht ändern. So, oh Gott. Was haben wir hier? Ich sehe das gar nicht. Ach so, Mehl. Mehl. Also, was ist denn hier los? So voll war doch mein Laden noch nie. Gibt's hier was umsonst? Lodele.
Dann die Brause. Das habe ich zu dem Stadium noch nicht erlebt gehabt. Wahnsinn. So, dann. Dann haben wir Spaghetti. Das ist das, was ich meine, ne? Die stehen dann im Laden rum. Das da, das ist ja Wahnsinn. Also zur Not muss ich dann wirklich erstmal eine zweite Kasse hinstellen und mich da dran stellen. Aber das geht ja gar nicht. So, was ist denn das für ein Saft? Ist das O-Saft? Jawohl. So, dann haben wir hier noch Apfelsaft. Dann würde ich auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber jetzt mit dem Mang noch eine Kasse rein. Ist ein bisschen heftig, finde ich. So, dann haben wir die Cola. So, und Lämpchen brauche ich hier auch. Ein bisschen dunkel hier hinten, ne? So, dann haben wir die andere Cola. Ich sehe nichts. So, dann haben wir Salz. Das wird auch nicht besser, ne? Der Wahnsinn. So. Die mit ihren Flackerhaaren hier. So, dann haben wir Brot. Alle. Susu. Tada, tada. Wie gesagt, fünf Leute gehen irgendwie so an eine Kasse und dann ist vorbei. So, dann haben wir das schon mal alles weggeräumt. Ey, es ist ja echt was los. Das gibt's ja gar nicht. Weiß. Wieso sind so viele Leute hier? Dann Eier. Es ist 9 Uhr, ne? Alter. Wo kommen die alle her? So. Und das ist noch Tee. Mein Gott. Ich glaube, ich muss hier eine zweite Kasse hinstellen, wenn das morgen wieder so ist. Hilfe. Vor allem so schnell kannst du die Regale gar nicht auffüllen. Ich muss mal hier in der Endabrechnung gucken, wie viele Kunden das sind. Also das ist ja nicht normal. So, dann werde ich auf jeden Fall mal in den Einkaufswagen zwei Lampen packen. Damit das da hinten nicht so duster ist. Wenn sie nicht gestorben sind, dann kassiert sie nur heute. Okay. Ach Gott, die Leute noch. 908. Wann wird denn das?
Das hatte ich auch noch nicht. Nee. Hilfe. Kehrt rum. Das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich das Ding hier aus Versehen. Das können wir ja mal ein bisschen an die Wand. Dass ich das Ding hier aus Versehen verschoben habe. Ich wollte eigentlich hier. So. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. So, alles klar. Dann nächster Tag. 39 Kunden. Wo kommen die auf einmal alle her? Wahnsinn. Soda, Mehl, Öl. Soda. Da. Mehl, mal gucken, welches. Fünfachtzig. Und Öl, das nicht, sondern das andere. 5,85. So, jetzt bezahlen wir aber erstmal die Rechnung. Ich muss schnell speichern. Jetzt bezahlen wir mal kurz die Rechnung. Dann füllen wir wieder auf. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ne? Ob hier noch irgendwas. Von der Cola kann ich noch was auffüllen. Von der Cola. Weil nachdem ich das hier hingestellt habe, haben die ja immer noch gekauft, wie wild. Habe ich gestern Abend gar nicht mehr nachgeschaut. So. So, da ist alles drin. So, hier können wir was auffüllen. Das auch leer. Dann haben wir noch Susu. Können wir auch was auffüllen? Susu, ja. Und Salz und Reis. So, Salz. Reis können wir nichts auffüllen, aber Salz. Da dürfte auch noch was. Na, ist auch noch was drin. Hier war nichts, ne? Ne. Okay. Na dann Mantau. So, wir brauchen Wasser und Milch. Wasser, Milch, Käse. Wasser, Käse, Milch. Wir brauchen Apfelsaft, O-Saft. Echt Wahnsinn. Apfelsaft und O-Saft. Dann brauchen wir Brot, Shopkick, Kaffee, Tee. Brot, Shopkick, Kaffee. Okay, dann sind wir voll. So, dann nehmen wir erstmal die Lampe. So, das wird jetzt ein bisschen schwierig hier. Aber ich würde es dann vielleicht erstmal hier machen. So vom Abstand her passt sogar. Und die weitere Lampe. Warum bist du rot?
So geht das. Ja, ein leichter Knick ist zu verzeichnen, ne? Aber ansonsten geht's. Auf einen Millimeter werde ich das hier eh nicht hinkriegen. Ich brauche dann noch mal Kaffee. Noch ein zweites Mal. Mein Gott, was? Die haben ja hier gekauft, als gibt's keinen Morgen mehr. Meine Güte. Ist ja echt Wahnsinn. Das Wasser. Haben alle Geld gekriegt, ne? Ist Monatsanfang. so. Ja, OSAF brauche ich dann auch noch. Nee, das ist ja. Zack. Chockpick. Dann Apfelsaft. Milch. So, dann müssen wir wohl in der Ecke anfangen. Und Brot. Brot, Brot, Brot. So, und dann... Cookie Lookie machen. So, dann brauchen wir nochmal Kaffee und Tee. Kaffee, Tee. Wir brauchen Nudeln, Mehl. Und Nudeln und Mehl zweimal. Dann brauchen wir, Salz ist noch da, ne? Ja. Dann brauchen wir Milch zweimal. Milch, Milch. Und wir brauchen Spaghetti zweimal Mehl. Meine Güte, ey. Spaghetti zweimal. Das ist schon wieder voll. Unglaublich. Mehl. Zack. Dann Spaghetti. So, das packen wir hier hin. Nochmal Milch. So, nee. Dann haben wir Kaffee nochmal. Und Tee. Na, dahin bitte. So, was haben wir noch? Mehl, Mehl, Mehl. Und Nudels. Und nochmal Nudels. So, das packen wir hier hin. Und nochmal Mehl. So, dann haben wir das voll, das voll, das voll, das. Dann brauchen wir noch einmal Erdnussbutter und einmal Olivenöl. Dann haben wir es aber. Mann, Mann, Mann. Da muss ich mal gucken, ob ich das dann schaffe, überhaupt eine zweite Kasse hier heute. Das wird aber eng.
Das wird echt eng. Muss ich ja mal so sagen. So. Okay. Dann haben wir alles, machen wir auf. Dann bin ich mal gespannt jetzt. Kurz nochmal speichern. Jawohl. Da bin ich ja echt mal gespannt jetzt. Weil ich hatte die zweite Kasse dann hier so vorgestellt. Das wurde dann aber wirklich eng. Es ging, aber ich habe es aber wirklich erst gemacht, weiß ich nicht, als ich das ausgebaut hatte. Oh, jetzt hier in meinem Let's Play Spielstand, das ist ja Wahnsinn. So. Weil ich wollte eigentlich in Ruhe auffüllen. Schauen wir mal. Dass jetzt nur eine Ausnahme war. So. Oder ob er besonders langsam kassiert hat, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. So, Salz. Spaghetti. Spaghetti kann ich schon auffüllen, ne? So. Dann. Bis jetzt geht's noch, ne? Könnte schlimmer sein. Aber gestern war es schlimm. Drei Salz. Machen wir den Karton mal alle hier. So. Dann die Milch. Die Milch können wir auch auffüllen. So, was haben wir hier noch rumstehen? Solange wir hier nicht den Laden komplett blockieren, ist das alles noch normal. Von daher geht's jetzt noch. Das ist so ein normaler Betrieb. Und sie scheinen sich bis jetzt nicht wieder zu stapeln. Wieso, der hat hier auch diese Fehler hinten. Lass mal gucken, Brot. Dann haben wir noch Milch. Ja, aber nichts, dass ich jetzt so eine auffüllen müsste. Kaffee. Brauchen wir auch noch nicht. Reis. Reis könnten wir auffüllen. Hier ist eins drin. Jawohl. Ja, also heute ist normaler Betrieb, Gott sei Dank. Gestern haben sie sich ja totgetrampelt. So. Da Mehl, Nudeln. Geht noch. Die Cola. Die Cola kriegen wir leer. Jawohl. So, denn. Immer mal gucken, ne? Milch, Soda.
Ach ne, Milch hatte ich gar keine mehr. Doch hier. Aber mehr als drei. Das Mehl kriegen wir leer. Jawohl. So, dann machen wir an. Ja, also damit kann man noch leben. Vielleicht kamen die gestern auch irgendwie alle zum ungünstigen Zeitpunkt oder hatten alle so viel, ich weiß es nicht. So coole. Kriegen wir leer. So, wenn die Packung so ist, ist gut. Dann siehst du, dass die leer ist, ne? So, da la. Dann haben wir das andere Mehl. Nee. Habe ich nichts mehr. Noodles. Das müsste klappen. Jawohl. Okay, so. Hat da einer eben gesagt, okay, die Kasse ist voll. Das ist aber nur die eine. Wie gesagt, gestern war das ja voll ohne Ende. Die Milch ist schon wieder total leer. Die bestelle ich mal schnell. Damit ich das nicht vergesse, dass da was drin war in dem Fach. Jetzt hier um 9 Uhr wollen sie es aber noch mal wissen. Um 9 Uhr abends hier. Um Feierabend, so schnell rein, bevor der Laden schließt. Verstehst du? So, der Kaffee jetzt. Bam, 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 bam. Das ist wirklich unglaublich. Was haben wir hier noch? Noodles. Susu. Ja, ich weiß, dass die Kassen voll sind. Solange wir die hier Sachen grapschen, will ich auch noch nicht einräumen, final. So, die hat sich jetzt auch angestellt. Das müsste ja jetzt die letzte sein. So. Dann könnte ich ja mal damit anfangen, hier final einzuräumen. So. Oh. So, dann Susu. Karton ist leer. Das. Und Chopik. Okay. Und was ist das? Apfelsaft? Da ist doch noch was drin, oder? Ja, sage ich doch. Oh, ich muss niesen. Oh, ich habe es gerade noch geschafft, mich zu muten. Entschuldigung, dass ich euch da nicht in die. Oh. Mann, kam das jetzt plötzlich. Mit der Nieserei. So. Okay, schließen. Das kriegen wir jetzt noch hin. So, Milch noch. Auch alle. Und
Dann haben wir noch Tee. Jawohl. Und noch. Kam das durch die Erweiterung? Obwohl, nee, ich habe die Erweiterung ja gekauft. Da waren schon so viele Kunden da. Keine Ahnung. So, okay, dann haben wir alles eingeräumt. Speichern. Dann lass mal gucken. Wieder 39 Kunden. Ja, okay, die waren aber ein bisschen besser verteilt dann. Okay, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.